Ja, Horrido mit O. Auf meinem Kanal heiße ich euch herzlich willkommen und möchte gleich etwas einmal ausprobieren. Hat geklappt, wunderbar. Helm ist zwar nicht abgeflogen, aber das soll nicht weiter schaden. Die tun wir jetzt mal zur Seite und holen uns die beiden auf den Tisch. Das hier ist der Frederik und das ist der Piggledy. Die beiden sind eigentlich ein ganz gut eingespieltes Team. Das ist so ein paar Schwarzwild nennt sich das, beziehungsweise ganz normale Schwarzkittel für Leute, die es nicht allzu oft gehört haben. Worum geht es hier eigentlich? Der Piggledy hier, der fragt den Frederik eigentlich immer, das ist halt aus einer alten Kindersendung damals, also aus Sendung mit der Maus war das früher, hat immer gefragt und der hat immer geantwortet. Im Prinzip ist das hier genau das Gleiche. Der Piggledy fragt jetzt den Frederik, du Frederik. Ja, Piggledy, was ist denn das hier? Das ist ein Revolver. Und damit wäre eigentlich diese Einleitung auch schon mal soweit abgetan. Ja, ich möchte euch eigentlich nur herzlich willkommen heißen auf meinem neu erschaffenen Kanal. Worum geht's hier? Hier geht es eigentlich ums Bushcraften, beziehungsweise um die Outdoor-Aktivitäten. Und hier geht es um Angeln und auch Jagd, beziehungsweise den Schießsport. Ich musste mich jetzt nur entscheiden, wie ich das Intro jetzt hier mache. Habe mir lange überlegt, wenn ich jetzt eine Angel hier hinstelle, also das ist, ja, wäre ein bisschen blöd, weil die sind relativ groß. Das ist eigentlich mehr was für draußen und bin hier jetzt gerade in der Wohnung. Und da habe ich mir dann überlegt, komm, machen wir das auf die Art. Ich habe hier oben im Bereich, blende ich euch jetzt gleich mal ein, ja, dieses Placement oder wie das heißt, hin, weil ich bekomme hier kein Geld für. Ich mache das alles freiwillig. Ich mache das aus Spaß an der Sache. Ich mache das an Freude, dass ich jemandem was vielleicht beibringen kann oder vielleicht auch unterhalten kann. Darauf kommt es mir auch an. Ja, ich bekomme, wie gesagt, keine Gelder für diese Arbeit hier. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht, die jetzt Jungjäger werden möchten oder auch für Interessenten des Schießsports, die zum Beispiel eine Sachkundeprüfung haben möchten oder auch einen kleinen Waffenschein für die sogenannten Gaspistolen oder diese Schreckschussrevolver und so weiter. Da müsst ihr ja auch so ein paar Kleinigkeiten euch vielleicht ein bisschen angewöhnen. Gut, im Großen und Ganzen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich bin der Matze, bin 41 derzeit, bin gelernter Zootierfachverkäufer, also mit Reptilien und Exoten. Handeln im Im- und Export. Ja, die Corona ist natürlich weltweit ein großes Problem. Und wie gesagt, dann machen wir halt das Beste draus, bleiben zu Hause. Wenn wir rausgehen, tragen wir Maske. Wenn wir drin sind, brauchen wir es nicht. Und wir können trotzdem uns unterhalten über solche Arten von Medien. Ja, was gibt es da noch sonst groß zu sagen? Es ist halt ein schönes, aber auch interessantes und vielseitiges Hobby. Ne, sage ich jetzt mal so die ganzen Bereiche, die ich anspreche. Viele sagen mal, ja, das ist kein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ich jetzt euch erzähle, was für mich Weitmännlichkeit bedeutet und dass ich seit dem 10. Lebensjahr mit Angelschein, also Angelpatent gemacht habe später und oder Fischereipatent, Jachtschein gemacht habe, mit Waffen aufgewachsen bin, mit, ich bin der Meinung, mit 6 Jahren im Keller das erste Mal mit einem Einstecklauf geschossen habe, dann später über die über den Schützenverein, also Skisportverein, nicht Schützenverein, das ist ja nur ein Besäufnis, wir haben ja richtig geschossen. Wir haben halt Kleinkaliber und Luftgewehr geschossen, später Großkaliber, bei der Bundeswehr jahrelang gewesen, habe da im Panzergrenadierlehrbataillon neue Waffensysteme in die Truppe mit eingebracht oder auch ertestet, letztendlich dafür waren wir da, war halt Scharfschütze, ist jetzt nicht so, oh, das ist Scharfschütze, nein, das ist einfach nur eine Spezialisierung in Teilstellenbereich. Und mir hat Spaß gemacht, definitiv. Nur ich würde es garantiert nicht nochmal machen, ganz ehrlich. Das ist einfach inzwischen alles ein bisschen anders. Ja, was gibt es da sonst noch zu sagen? Wie gesagt, ich habe halt sehr viel Erfahrung im Bereich Waffen, aber auch Angeln und Jagd schon sammeln dürfen. Möchte auch noch ansprechen, ich bin kein Meister in solchen Fällen. Ich bin ganz normal ein Mensch wie du und ich. Ja, also wir sind ganz normale Menschen. Es gibt keinen besseren, es gibt keinen schlechteren. Wir sind alle
auf unsere Art gut, ne? Und wir versuchen halt letztendlich nur, oder ich versuche es letztendlich mit ein bisschen Lebenseinstellung und auch mit ein bisschen Lebenserfahrung vielleicht euch viele Sachen näher zu bringen. Mir geht es eigentlich auch darum, dass es nicht immer das Teuerste sein muss. Ne? Ich sage jetzt mal ganz pauschal eigentlich, wenn ich jetzt ein Waffenputztuch kaufe, dann brauche ich keins für 7 € nur, weil ein kleines Label drauf gedruckt ist. Nein, wir nehmen unsere allseits beliebten Karohemden, die wir nicht mehr tragen. Die werden dann, also wenn sie kaputt sind, wer im Wald oder unterwegs ist, hat öfters mal kaputtes Zeugs. Dadurch, dass ich sehr auf Qualität achte, trotzdem, also auch des kleinen Preises, kaufe ich Baumwolle, also nicht so Plastikmüll, also PET-Flaschen in Klamottenform, sage ich jetzt mal dazu, sondern ich kaufe Baumwolle und die kann ich auch wunderbar danach benutzen zum Reinigen von Waffen oder Schuhputzen oder meine Angelgerätschaften zu reinigen. Ja, gut, im Groben und Ganzen war es das eigentlich schon für die Vorstellung zu mir zum Beispiel einmal oder zur Vorstellung von dem Kanal. Ich möchte nur darauf hingewiesen haben, wie gesagt, weil ich mache hier für niemanden eine Werbung. Das ist meine Überzeugung, dass zum Beispiel dieser Revolver einer der besten ist, die es auf dem Markt gibt. Meine Überzeugung ist auch, dass dieses Trigger-Lock, was hier dran ist, also um Sicherheit zu schaffen, auch eins der besten ist, wo es gibt. Deswegen habe ich es drauf. Das ist meine Überzeugung und ich versuche euch nur meine Überzeugung klar zu machen. Ich versuche nicht, euch das Zeug zu verkaufen. Das möchte ich einmal klar ansprechen. Auch wird uns in der nächsten Zeit hier öfters diese Reinigungsmatte von Real Avid mit begleiten. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dafür jetzt irgendwie auch wieder Gelder bekomme oder sie umsonst bekommen habe. Nein, ich habe mir die ganze Mal bei eBay gekauft, weil ich selber sehr viel meine Waffen reinige. Nach jedem Schießen wird die richtig gereinigt, nicht dieses Schrank rau sauber. Das ist für mich dreckig. Ne, die Waffe wird richtig gereinigt, der Verschluss wird regelmäßig zerlegt und auch zusammengesetzt. Es wird auch alles auseinandergebaut, wieder zusammengesetzt. Und das möchte ich gerne mit euch teilhaben lassen, dass ich euch das vielleicht ein bisschen erkläre, was ihr machen könnt und was ihr nicht machen solltet. Und wie gesagt, der richtige Umgang mit Revolver, mit einer Pistole, mit Karabinern, da können wir auf jeden Fall gut mitarbeiten. Wie gesagt, diese Reinigungsmatte habe ich mir halt mal gegönnt. Ne, das war halt seinerzeit bei eBay, glaube ich. Ne. Das ist halt irgendein Händler gewesen, der es verkauft. Ich habe es nur gekauft, weil ich davon wirklich, weil ich es ausprobieren wollte. Und man muss sagen, das sieht man jetzt schlecht, aber hier unter ist ein weißer Klavierlack-Schreibtisch. Ich sag's mal, ich komme ein bisschen näher. Wenn meine Freundin das mitkriegt, dass da irgendwelche Kratzer drauf sind oder so, dann reißt die mir den Kopf ab und es gibt nie wieder warmes Essen. Ne? Alleine schon meine Hobbys sind ja viel zu teuer, da jault es auch mal rum. Aber pscht, ne? Gut. Also wie gesagt, ich versuche euch das halt nur ein bisschen nahe zu bringen, was so von sich geht. Ja, warum das erste Video eigentlich nur so ein Laberababa-Video ist, das kann ich euch auch ganz gut erklären, weil in Zukunft halte ich mich in vielen Sachen ein bisschen zurück oder manche Sachen schweife ich auch so ein bisschen aus. Ich möchte darauf bitte Acht zu nehmen. Meine Videos sind nie länger wie 12 Minuten, weil ich habe keine große Interesse daran, irgendwie mir jetzt für teuer Geld ein Programm zu kaufen, wo man mehrere Videos zusammencuttet oder dieses abgehackte Reden. Also das finde ich ja grausam. Ne? Also das, gut, das, manche mögen es, manche nicht. Aber mir geht es eigentlich darum, ich habe halt eine Kamera mir jetzt besorgt, die ich auch nebenbei für andere Sachen benutze. Aber es ist halt eine Kamera, das, ich sage es jetzt einfach mal, das ist halt eine Canon und damit kannst du halt dann nur 12 Minuten aufnehmen. So, das ist so, und aber ich habe dafür halt darauf Wert gelegt, dass halt der Klang ein bisschen besser ist und die Auflösung, also die Grafik ein bisschen schöner ist als mit so einem Camcorder. Ich habe es wirklich ohne Mist, ich habe es probiert. Ich habe eine Woche lang ein paar Videos aufgenommen, das war wirklich hier. Unterste Schublade. Ne? Also ich sag mal, das kann man machen, wenn man im Wald ist, dann nehme ich die Kamera mit. Entschuldige mich jetzt auch schon mal im Vorfeld dafür. Die wird so ein bisschen rauschen. Das hört sich so ein bisschen an wie, ja, wie soll ich das nennen? Ja, wenn man so, ja, Toiletten spült, so nach diesem Prinzip ist das. Also es ist echt grausam, aber draußen geht's. Ist halt nur drin, weil das alles so ein bisschen geräuscharm ist. Ja, gut. Ich werde dann auf jeden Fall jetzt damit eigentlich mein Einstiegsvideo beenden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann teilhabt im weiteren Lauf dieses Kanals und ich versuche auch täglich
oder wöchentlich mehr gesagt, eigentlich was, irgendwie ein bisschen Tipps und Kniffel hochzuladen. Vielleicht schaffe ich es auch öfter, das muss ich mal schauen. Wie gesagt, ich arbeite auch ein bisschen vor, mache ja nicht jetzt einen Film, sondern mehrere. Und deswegen wird nachher im nächsten Video, sage ich jetzt mal, wenn ich die Waffe so abgelegt habe, die nachher auch wieder so liegen. Ne, das hat nichts damit zu tun, dass ich da akribisch genau bin, sondern ich drehe ein paar Videos und mache dann halt dann vielleicht das nur halt ein paar Tage später dann halt online. Das dauert ja echt Ewigkeiten. Hab ich das, ich habe es mal ausprobiert. Für so ein Video brauchst du eine halbe Stunde zum Hochladen. Aber gut, das ist halt die Plattform, da kann ich ja nichts für. Gut, auf jeden Fall bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Ich freue mich jeweils sehr, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn es dann wieder heißt, hier ist Enrich und mit Horido mit O. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder auch Sorgen und Nöte, könnt das gerne mal in die unten in die Beschreibung schreiben oder in die Kommentare da. Lasst mir auch gerne ein Abo da, weil dann kriegt ihr mit, wenn ich ein neues Video mache. Und ganz schnell nur gesagt, ich bin Besitzer einer WBK und eines Jagdscheins, der auch gelöst ist. Wenn Behörden Fragen haben oder ihr vielleicht oder eure Eltern vielleicht Fragen haben, schreibt mich gerne an. Die E-Mail-Adresse steht irgendwo da im Ding drin. Und wie gesagt, für Behörden, die kriegen natürlich dann auf Anfrage natürlich die Kopie von meiner WBK und meinem Jagdschein. Und ja, das ist für Region Hannover auch interessant, wie gesagt, weil wir sind da relativ genau, was das angeht hier. Und ich möchte auch, dass das nicht in den falschen Hals kommt. Gut, dann bedanke ich mich vielmals, wünsche auf jeden Fall einen schönen Start in den Kanal, wünsche Horido mit O, bis nächstes Mal, adieu.